Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Gartenbahn, zu einer neuen Folge von Daniels Gartenbahn. Es ist mittlerweile die 8. Folge dieser Reihe. Ich habe heute wieder mehrere Themen für euch, die ihr in der Videobeschreibung als Timestamps nachlesen könnt. Als erstes greife ich ein Thema auf, welches bei mir und vielen Kommentatoren für Frust gesorgt hat: das ruckelige Anfahren und Abbremsen. Dieses Problem habe ich bereits gelöst und mir wurde die Frage gestellt, ob ich die Optimierung einmal zeigen könnte. Zur Info, ich habe den ESO-Lock Sound 4.0 Decoder verbaut. Hier kann man ein automatisches Einmessen des Motors vornehmen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Man kann dies aber auch in der Bedienungsanleitung des Decoders nachlesen. Um das Ganze zu machen, fährt sich die BR132 schon mal warm. So, jetzt hat sie sich genug warm gefahren. Wir halten die Lok mal an. Machen erstmal alles aus, auch das Licht, der Ton war sowieso aus. Ja, und dann lese ich einfach mal vor und zeige parallel, wie ich das mache. Dabei nutze ich meine Pico Digitalsteuerung. Automatisches Einmessen des Motors. Gehen Sie wie folgt vor. Stellen Sie das Fahrzeug auf ein gerades Stück Gleis, möglichst ohne Gefälle. Das Gleis muss so lang sein, dass die Lok ca. 2 Sekunden mit Vollgas darauf fahren kann. Dies wird während des Einmessens automatisch erfolgen. So, damit wir das mal machen können, fahre ich noch mal ein Stück zurück. Ja, damit wir die komplette Länge der Strecke nutzen können. So, so sieht man die Lok zumindest noch mal. So. Sorgen Sie für Prellböcke oder ähnliches, damit die Lok nicht abstürzen oder entgleisen kann. Rufen Sie die Lok auf Ihrem Handregler auf und sorgen Sie dafür, dass die F1-Taste ausgeschaltet ist und der Motor ausgeschaltet ist. Stellen Sie die Fahrtrichtung so ein, wie die Lok losfahren soll. So, dann machen wir das mal direkt auf die andere Seite. Das überprüfen wir mit der Beleuchtung. Die seht ihr jetzt natürlich nicht. Ich sehe sie. Wir sind schon mal in der richtigen Richtung. Schreiben Sie nun in der CV54 den Wert 0. So, das machen wir mal. Dafür muss ich einmal hier in mein Menü gehen. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Da gehen wir dann auf Decoder-Programmierung. So, das dauert bei mir jetzt ein bisschen. Da muss ich jetzt selber erstmal gucken. So, da haben wir sie. Wir nehmen die CV54. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das jetzt auch mal sehen. Die CV54 sagen okay und den Wert machen wir auf 0 und okay. Ja, das hat man jetzt nicht gesehen, aber es ist bestätigt. Drücken Sie nun die F1-Taste. Die Lok wird sich nun automatisch mit voller Geschwindigkeit in Bewegung setzen. Sie wird während ca. 1,5 Sekunden nicht steuerbar sein. Dann machen wir das mal. Wir drücken die 1-Taste und nichts passiert. Achso, das ist vielleicht noch okay. Gehen auf Zugsteuerung und drücken mal die 1. Und zack, fährt diese los, hat ihre Einmessfahrt gemacht. Jetzt geht auch der Ton wieder an, der ja auf der Funktionstaste 1 liegt. So, wie wir gesehen haben, die Lok wird automatisch anhalten und die ermittelten Lastregelparameter werden in den CVs 51, 52, 53, 54 und 55 gespeichert. Sie können nun ausgehend von diesen Werten weitere Optimierungen an den Lastregelparametern vornehmen. So, das mache ich jetzt nicht, weil eigentlich habe ich die Lok ja schon eingestellt gehabt. Wenn wir jetzt mal losfahren, wird man sehen, wie schön sanft jetzt die Lok anfährt.
und viel wichtiger, wie sanft, wie schön die auch anhält. Bevor ich das Ganze gemacht hatte, hatte ich mächtige Probleme, dass die gerade beim Anhalten so heftig geruckelt hat. Das war einfach nicht schön, musste ich mir in der Bedienungsanleitung einmal gucken, wie ich das neu mache. So, das Ganze zeigen wir nochmal schön aus der Nähe. Der Zug fährt schön sanft an, auch bei kleiner Geschwindigkeit, und wird jetzt nach und nach seine Geschwindigkeit hochregeln. Auch das Bremsen wunderschön so. So, das war das Thema. Als nächstes Thema habe ich den weiteren Ausbau der Strecke für euch. Ich habe die letzten Abschnitte bis auf den Bahnhof geschottert. Warum ich den Bahnhof ausgelassen habe, sage ich gleich noch. Aber jetzt erstmal eine Zeitraffaraufnahme vom Schottern. Des Weiteren habe ich die elektrischen Weichenantriebe temporär gegen Handantriebe getauscht. Bei den Doppelkreuzweichen muss ich das noch machen, nachdem ich die Weichen ausgebaut habe. Hier muss ich die Schwellen bearbeiten für den Einbau. Und wenn ich die Weichen schon mal draußen habe, werden diese ordentlich verdrahtet, damit es keinen stromlosen Bereich gibt. Aus diesem Grund wurde der Bahnhofsbereich auch noch nicht geschottert, weil hier noch zu viel Gleisbewegung drin ist. Anfang der nächsten Saison wird dann auch der Bahnhof mit den Bahnsteigen gestaltet. Erst dann werden die Gleise fertig eingeschottert. Als schönste Veränderung bei meiner Gartenbahn in den letzten Monaten sind die aufgestellten Andreaskreuze an den Bahnübergängen. Den Hersteller bzw. den Online-Shop für die Kreuze verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Die Stangen sind verzinkte Rundrohre mit einem Durchmesser von 26,9 mm. Jede Stange ist 1,5 Meter lang, 20 cm davon sind im Boden einbetoniert. Das Ganze habe ich mit M5 Sechskantschrauben nach DIN 933 mit der Mutter DIN 934 befestigt. Wichtig, nehmt Edelstahlschrauben, da diese für den Außenbereich geeignet sind. Eine schmerzvolle Erfahrung, die ich machen musste, ist, dass es besser ist, zwischen der Schraube und dem Kreuz eine zusätzliche Scheibe aus Plastik zu verbauen. So reißt die Emaille beim Anziehen der Schraube nicht. Ich musste leider zwei Andreaskreuze neu bestellen, da dieser Tipp für mich zu spät kam. So, ich mache jetzt mal nochmal Detailaufnahmen. Also hier sieht man die Sechskantschraube, eine Plastikscheibe. Auf der anderen Seite nochmal eine Plastikscheibe, erst dann kommt das Rohr und auf der anderen Seite dann die Mutter mit einer Scheibe DIN 125. Als letztes Thema für die heutige Folge möchte ich euch meine beiden Neuzugänge vorstellen, welche ich zu meinem runden Geburtstag geschenkt bekommen habe. Mein Wunsch war ein Flachwagen, auf dem eine Bierflasche gelegt werden kann. Dies war als Ergänzung zu meinem schon vorhandenen Beckswagen gedacht. Mit dem Ergebnis hatte ich aber nicht gerechnet. Es gab direkt zwei Wagen, einer mit einer Plexiglasabdeckung und einer mit einer Holzabdeckung. Das Besondere, bei beiden wurde das Becks-Logo eingebrannt bzw. eingraviert. Den Wagen mit der Plexiglasabdeckung kann man noch beleuchten.
Hier wird der Wagen aber erst in der Wintersaison fertig gemacht. Gegebenenfalls auch mit einer Halterung für eine Bierflasche, damit diese im Wagen nicht hin und her rollt. So, das war es mit dieser Folge. Ich werde mich jetzt mit ein paar Fahraufnahmen in die Wintersaison verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Bis dann, alles Gute. Lasst ein Like und ein Abo da, um nichts Neues von mir zu verpassen. Euer Daniel von Daniels Gartenbahn.